Ja, meine Onkel und Tradition. Hier auf Flugplatz der Brüder Grimm-Schule, wo die Feuerwehr mal nicht Feuer löschen tut, sondern erstmal entfachen muss, damit die Kinder mit dem Martinsfeuer Kinder kommen auch. Jetzt ist es auch richtig entfacht. Jetzt dahin mit St. Martin. Ein Pferd.
ja, bin noch singen. Wollen wir mal gucken. Vor zwei Jahren gab es hier auch noch die Martinsgeschichte. Der Soldat. Der hat der Bombe. Und sein, das, was er hatte, mit Menschen teilte, die so nicht so viel hatten. Das habe ich gemeint. Naja, bin gespannt, ich wollte noch die Martinsgeschichte hören. Die Kinder kommen oben aus den Schulen wieder raus. Du musst da bleiben. Ja, der Akustiker, hätte man diese, was er jetzt erzählt oder sagt, in der Nähe vom Martinsfeuer gemacht, wäre das interessanter gewesen. Ich möchte mal die Geschichte erzählen. Wie gesagt, der Martin, das war ein einfacher Soldat. Er arbeitete damals in der Garnison, damals im Römischen Reich, arbeitete er als, wie gesagt, als Soldat, ja, als Römer,
oder Legionär, aber er arbeitete. Aber er hatte irgendwie, ja, Mensch, eine Seele, unterstützte Menschen, erteilte sein Essen oder sein Gold mit denen, die nichts hatten. Ja, und eines Tages war es mal so, wie dann war er unterwegs mit seinem Pferd. Es war nass, kalt, es regnete. Man saß am Straßenrand, ein armer Mann, der nicht viel anhatte. Aber Martin hatte jetzt nicht genug dabei, um ihm jetzt was zu geben. Was machte er? Er nahm sein Schwert aus der Scheide und teilte den Mantel in zwei Teile, damit der Arme, der Bettler, sich da drin einwickeln konnte und nicht mehr frieren tat. Ja, und so ist die Geschichte des heiligen St. Martin entstanden. So wird sie immer wieder erzählt und verbreitet. Ich hoffe, bei Ihnen geht noch die Tage auch noch ein Martin Zug, wie hier in Hirschleu. Wir werden aber uns die nächsten 4 Tage unterschiedliche Standorte haben, wo wir vertreten sind, um Atmosphäre des St. Martin und das, was sie daraus machen, irgendwo festzuhalten. Vielleicht finden wir dann auch von größeren Schulen mit den tollen, großen, selbstgemachten Laternen, wie man das halt auch kannte, die manchmal doch künstlerisch dargestellt sind, auch was. Morgen werden wir auch unterwegs sein. Aber nicht im Hürtherraum, sondern woanders, das wird kurzfristig entscheiden. Aber am Mittwoch sind wir wieder in Hürth, da werden wir in Hürth-Gerenrad sein. Ja. Weiß nicht, ob die jetzt noch was spielen, ob noch was gesungen wird. Ich bin ein Schmied von der Ortsgemeinschaft. Mitorganisiert, die sind nach dem Zug und von denen dann auch immer auf das, was wir jetzt heute nicht hatten, das Programm vor 2 Jahren durften wir das kennenlernen. Ja, so langsam geht das Feuer langsam runter. Und ich möchte mich mit den letzten Eindrücken, mit den letzten Flammen des St. Martinszug hier in Hürth-Gleuel verabschieden am 15.11.2018 hier vor der auf dem Schulhofgelände der Brüder Grimm-Schule Brauchtum und Tradition NRW-Hürth, begleitet verschiedene und unterschiedliche Veranstaltungen, und wir sehen uns dann wieder. Dieser Martinszug wird spätestens auch schon heute Abend in späten Stunden schon im Netz zu sehen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Das sagt Ihnen Bild und Ton, Lauenrupfer Dieter, Verantwortung im deutschen Medienprogramm Kultur und Brauchtum. Auf Wiedersehen.